So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Ich muss wieder die Aufnahme schon anfangen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich muss die Aufnahme neu starten, neu anfangen, weil Fraps mag es nicht so, wenn ich in diesem Spiel aus diesem Menü heraus die Aufnahme starte, dann meint es irgendwie, es müsste nur noch bei einer Framerate von 30 aufnehmen. Beziehungsweise die Framerate, die eigentlich bei 60 liegt, auf 30 drosseln. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb überhaupt. Auf jeden Fall habe ich mit diesem Spiel Probleme. Fraps hat bei diesem Spiel ja eh schon mehrere Probleme gemacht. Weil ich ist ja auch sicher schon aufgefallen, dass dass meine ersten Videos zu diesem Spiel so ziemlich out of sync sind. Gegen Ende zu das lag so ziemlich darin, dass mein schönes Aufnahmeprogramm einfach mit dieser Art der der Darstellung wunderbar. Mit dieser Darstellung von diesem Spielinhalt nicht so wirklich klar kam. Also mit dieser Oberfläche. Die Umsetzung basiert prinzipiell, also dieses Spiel kommt ja aus der Open Source Gemeinde und ich habe es eigentlich unter Linux kennengelernt. Entsprechend ist dieses Spiel natürlich auf Bibliotheken aus der Linux-Welt optimiert, SDL und sowas. Und damit scheint Fraps oder Sheen Fraps zumindest diverse Probleme zu haben. Inzwischen geht es. Inzwischen funktioniert es ganz gut. Seit der Version, seit dieser eigentlich, oder? 357 müsste es sein, ja. Davor war es ein bisschen Chaos, Katastrophe. Ich meine, ich hätte natürlich andere Programme verwenden können. Beziehungsweise probieren, ob andere Programme das da besser machen. Aber naja, da hatte man dann eben schon das Geld für Fraps auf den Tisch gelegt. So. Deswegen, was man hat, hat man. Und was man nicht hat, hat man nicht, ne? Gut. Und ich habe offensichtlich immer noch nicht den letzten blauen Gegner, den ich so dringend benötige, um diese Karte endlich abschließen zu können. So, ich habe mich gerade ein bisschen geräuspert, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was gerade ist. Wahrscheinlich, weil ich gerade eben etwas gegessen habe. Habe so ein leichtes Kratzen und leichtes Schnupfengefühl in der Nase. Das ist ein bisschen deppert und da ist er! Ausgezeichnet. Ich wollte die Kirschen noch mitnehmen. Och, Menno. Ich habe jetzt auch gar nicht auf die Uhr geguckt. 10 Minuten für die Mission. Ja, für die Mission. Ja, das ist ja das Doofe. Für die Mission, nicht für jetzt gerade Einstieg. Egal. Ich gehe jetzt einfach mal von 5 Minuten aus und dann werden wir das schon hinkriegen. Gut, machen wir halt wieder ein bisschen länger, was soll das? So. Dann hier die überflüssigen Tunnel Teil 2 und mal gucken, was wir da noch so brauchen. Wir brauchen noch 4 Mias und wir brauchen noch die Long Range Teleport, was auch immer, Teile. So. Also das heißt diese Baupläne. Wir fackeln gar nicht lange, wir teleportieren uns hier hin, wir müssten wieder einen bronzenen Schlüssel haben.
Wir bekommen ein Maschinengewehr. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Ach. So. Ob das jetzt so viel besser ist mit dem Maschinengewehr. Wir sind hier bei den überfluteten Tunneln. Das ist halt das Problem. Überflutete Tunneln sind ja prinzipiell mit Pistole vielleicht besser. Deswegen gehe ich wieder zurück auf die Pistole hier. Genau, die Spread nehme ich nicht mit. Dann schauen wir doch mal. Da sagt er uns, da gäbe es etwas. Also, stutzen wir uns doch ins Vergnügen. Nehmen den Typ da hier erstmal mit. Da geht es also offensichtlich nicht weiter. Hier, ja, genau, hier gibt es auch noch was. Wir brauchen eine cyanfarbene, also quasi türkis, wenn man das so... Nein, cyan ist nicht türkis. Eine cyanfarbene Schlüsselkarte. So, wo geht's hier weiter? Nach rechts. Aber da ging es nicht. Doch da. Da. Ha, ha. Das war vorher das an. Und da haben wir doch schon mal eine. Entschuldigung, ich habe mich schon wieder geräuspert. Jetpack geht natürlich nicht in Wasser. Logisch. So, und dann geht's hier unten, geht's natürlich auch weiter. Jetzt sogar noch richtig viel weiter. So, und da gibt es einen Teleporter. Da teleportiert man sich endlich da rein und da kann man einen Mia mitnehmen. Tun wir das auch. Och je. Och ne, nicht schon wieder die Viecher. So. Oh ja, jetzt. Ey, Alter! Deine Mutter. Ja. Ich und mein Dickschädel, ne? Willst du mir sagen, ich muss die Karte nochmal machen? Der will mir sagen, ich muss die Karte nochmal machen. Das ist unglaublich. Mann. Okay, überflutete Tunnel Teil 2. Ich möchte starten. Muss ich... Offensichtlich. So, war hier? Nein. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Es ging hier weiter. Da war die Zyan. So, warte mal. Ich will jetzt erstmal hier gucken, was da so versteckt ist. Ach, das war die Geschichte. Und ich glaube, da hinten gab es nämlich diese Teile der Baupläne. Ah. Eine Zyanfarm.
Na gut. Ja, die blauen Dinger brauche ich hier nicht. Ah, der ist auch schon hinüber. Fällt mir ein, hier wollte ich gar nicht hin. Da bin ich ja jetzt bloß hingekommen, weil ich hier wieder falsch abgebogen bin. Nein, die Spielchen spiele ich erst gar nicht. Ich will diese Karte machen. So. Oh, und da sind diese Zyanfarben. Schlüssel. Das heißt, ich kann die beiden Mias da oben gleich abholen. Wo waren die? Da waren die. Ja. Vincent. Sag mal. Und Aris. Wer auch immer das jetzt war. So. Dann auf Wiedersehen, Jungs. Ah, Maschine. Ach, fu. Na egal. So, wir teleportieren uns hier rein. Wir retten den Mia. Wir holen uns dieses Maschinengewehr. Wir sind sehr gespannt, was das für eine witzige Waffe da ist. Okay, ich habe ein LR TS Part. Part. Okay. Ich dachte, wir brauchen hier die Pläne, aber hier sind gar keine Pläne, hier sind Teile. So, wie viele brauche ich von dem? Nein, nur eins. Und noch einen Mia und der ist da oben. Und dann haben wir diese Karte auch geschafft. Und dann ist eigentlich auch, glaube ich, die Zeit schon wieder rum. Stirb endlich. So. Alles klar. Wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich bin ja so neugierig und wollte einfach wissen, wo dieser Teleporter hingeht. Ist ja jetzt auch keine große Sache, weil jetzt sind wir ja eh gleich durch und haben diese Karte perfekt bereinigt. Wunderbar, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge und jo, ich wünsche euch einfach einen schönen Tag und genießt noch das, was ihr so tut. Bis dann!